Oh, ich hab's tatsächlich. Ha! Ohne Witz, ich hab's. Ich wusste nicht mehr, dass ich das Spiel hab. Und ich sag es auch noch, ne? Ich sag es auch noch. Mal kurz AFK. Okay, Terman. Ich hab es sogar noch. Okay. Gut. Würdest du das mal im Stream spielen? Würde ich machen. Klar. Ich habe sowieso noch eine ewig lange Liste, die ich... Ich weiß gar nicht, wie viele habe ich. 700 Spiele habe ich sogar, um Gottes Willen. Und ich sag was, 600. 708 Spiele habe ich. Hallo Nox! Hallöchen! Ich glaube, mein Energy wird auch nicht leer heute. Sind wir auch nur mit meinem Red Bull. Ja, ich hänge an meinem Rockstar. Nox, wie geht's dir? Alles fit bei dir? Achso, Quest abgeben. Wie wär's damit? Aber ich markiere mir auf jeden Fall das Spiel mal. Das ist das erste, was ich hier einmal mache. Weil dann vergesse ich es auch nicht, Flamur. Dann kann ich mir das nämlich einmal... Ich habe nämlich eine extra Liste für Wunschspiele, wo ihr sagt, hey, spiel das doch mal. Ich will mal gucken. Zumindest wenn ich sie habe, natürlich. Wenn ich sie habe. Ansonsten auf dem Discord-Server kann man dann auch immer Wunschspiele reinschreiben. Da. Jo. Ist auf der Liste. Ist auf der Liste. Ja, ist auf der Liste, sehr gut. Tatsächlich eins der Games, die mich berührt haben. Black Mirror genauso. Black Mirror ist auch toll. Bei Black Mirror habe ich nur... Wollte ich tatsächlich mal im Stream spielen, habe ich immer nur das Problem mit dem Fenster. Also das Bild ist dann irgendwie... Das hat ein ganz komisches Format. Das muss ich irgendwie noch hinkriegen, dass ich das mal komplett spiele. Das Schlimmste ist, ich hatte halt meinen Bug. Ich hatte halt meinen richtigen... Ich glaube, das war... Da ging der Spielstand, glaube ich, nicht mehr. Ich wollte den ersten so ganz mal zu Ende spielen. Aber mal gucken. Vielleicht schaffe ich das ja noch mal irgendwie, dass ich das zum Laufen kriege. Wäre nämlich auch was, was ich im Stream spielen würde. Also, ich bin schon wieder in einer Versenkung verschwunden. So. Oh. Jetzt war das mein Favorit. Den zweiten habe ich noch nie gespielt. Ich habe... Alle drei Teile? Ich glaube. Alle drei Teile, warte mal. Boah, der Klick. Ja, Black Mirror 2 und Black Mirror 3. Gespielt habe ich bisher nur den ersten 15,7 Stunden. Will ich unbedingt mal weiterspielen. Und 2 und 3 noch gar nicht. Ich weiß auch gar nicht, was habe ich denn hier noch bei Dingens. Oh Gott, ich habe sogar Castle. Monkey Island habe ich, Deponie habe ich, Book of Unwritten Tales, Satinavs Ketten, Darkfall, Dracula, oh Gott, ganz schlecht, Edna bricht aus, noch mehr Deponia, The Moment of Silence, was auch immer das ist, Säulen der Erde habe ich, The Inner World habe ich, The Night of the Rabbit habe ich auch. Journey of the Reach, glaube ich. Roach. Mysterious Island. The Raven. Silence habe ich. Siberia habe ich.
Noch mehr Monkey Island. Violet the Whisper Dirt habe ich auch. Ich habe ein bisschen was. Ich habe sogar Wimmelbildspiele. Und das nicht so knapp. Anna's Quest habe ich auch. Also ich habe ein bisschen was. Deponia auch einfach liebe. Bei Deponia kenne ich Teil 1, 2 und 3, den vierten noch nie gespielt. Leider. Ich habe viel im Angebot hier. Sehr, sehr viel. Ich möchte auch so viel noch im Stream mit dir spielen. Mal gucken. Ich muss auch noch überlegen, was nach Life is Strange kommt. Wimmelbildspiele habe ich auch durch Gronkh lieben gelernt. Wimmelbildspiele sind toll. Die mache ich ja meistens bei Event-Streams oder sowas. Da gehe ich ja zurzeit eigentlich mit euch mal so ein bisschen die Liste runter. Das sind alles so Spiele, die ich mal auf einem Sonntag oder sowas spielen würde. Planen, was du als nächstes spielst oder eher aus freier Hand? Ich mache das tatsächlich eher aus freier Hand. Ich war mal am Überlegen, ob ich einen Plan mache. Problem ist, ich bin sehr wechselhaft, was das angeht. Also ich sag mal so, ich habe heute vielleicht Bock, nach Life is Strange die Tomb Raider-Reihe zu spielen. Das sieht in 2 Wochen vielleicht schon wieder anders aus, weil ich eigentlich auf so vieles gleichzeitig Bock habe. Aber einfach die Zeit nicht dafür habe, so viel gleichzeitig zu spielen. Deswegen, ich würde es gern machen, ich würde gerne einen Plan machen. Aber ich habe Angst, dass ich es da nicht einhalte. Und um Enttäuschungen und so weiter, ne, vorzubeugen, spiele ich lieber dann das, worauf Lust ist. Es sei denn, es wird halt ein Spiel eingelöst. Mappa, ich glaube, die kennen die von euch, die hier sind, gerade nicht alle. Mod von mir ist gerade erstmal beschäftigt zurzeit, deswegen ist ja nicht ganz so viel hier. Aber mit ihr hatte ich, oder sie hatte halt zum Beispiel eingelöst, dass wir die Man of Medan-Reihe spielen. Den ersten haben wir jetzt vor ein paar Monaten gemacht. Der zweite folgt dann irgendwann. Vielleicht Oktober, November rum, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr. Mal gucken. Je nachdem, wie es bei ihr passt. Oder halt, wie Dufte mit dem WoW-Stream, dass er das eingelöst hat. Gut, einmal hatten wir Fallout New Vegas, da war dann das Problem, dass das Spiel abgestürzt ist. Das hat 2, 3 Stunden lief es, und dann abgestürzt. Dann gestartet, kurze Zeit später wieder abgestürzt. Und das ist, wenn ich ein Spiel 5, 6, 7, 8 Stunden spiele, dezent nervig, weil nicht nur das Spiel abgestürzt ist, der ganze PC hat sich aufgehangen. Das heißt, alles ausmachen, alles wieder neu starten. Alles wieder neu einrichten, Stream starten, dann geht's wieder aus. Dann hatte ich gesagt, gut, okay. Ist im Stream leider ein bisschen... Obwohl das Spiel echt gut ist. Ich spiele es auch privat noch weiter. Beziehungsweise nehme ich es für YouTube im Nachhinein auf. Immer noch. Ich bin immer noch nicht durch. Ich laufe da immer noch rum. Ich bin immer noch nicht weitergekommen. Also nicht viel. Aber es ist ein gutes Spiel. Obwohl Fallout ja nicht ganz so meins ist, aber der Teil ist echt... Ich bin auch verdammt stolz, dass ich die Vögel treffe. Ja, ich töte unschuldige Vögel in Fallout. Aber wie gesagt, ich habe sehr, sehr viel vor noch im Stream. Sehr, sehr viel. Auch viel Point and Click tatsächlich. Mal gucken. Bald kommen ja auch wieder die ruhigen Sonntage. Mal schauen, was sich da alles so ergibt. Danke, dass du dich um den Toten gekümmert hast. Konntest du bei den Priestern irgendwas in Erfahrung bringen, das vielleicht Licht in unsere Sache bringt? Also, Nox, falls du noch wach bist, schlaf noch schön weiter. Aber schön, dass du kurz reingeguckt hast. Nur falls du noch da bist. Ich bin leid, ich habe dich tatsächlich gerade echt überlesen. Das tut mir furchtbar leid. Sieh mal an. Wenn das nicht Daria ist, du bist schon aktiv an der Aufklärungsarbeit. Löblich, löblich. Hi. Der wurde gerade zum Zuckelprinz. Erlaubt mir, mich vorzustellen, werter Isenbart.
Mein Name ist Tankred und ich bin wie Eldaria mit der Aufklärung des Falls der verschwundenen Flüchtlinge beauftragt. Auch ich wurde von Ungust an die Priester verwiesen. Und ich glaube, der mürrische Händler hat recht. Die Priester sind die einzigen, denen die Flüchtlinge vertrauen. Wenn es also jemanden gibt, der die Flüchtlinge unbemerkt verschwinden lassen kann, dann ist es ein Mitglied der Priesterschaft. Und zum jetzigen Zeitpunkt kommt eigentlich nur diese Ursin in Frage. Die ehrenwerte Priesterin? Du stellst kühne Behauptungen auf, Fremder. Ursin ist die gütigste Seele, die ich kenne. Ist dem so? Die lieblichsten Rosen haben die spitzesten Dornen. Ich rate dir tunlichst, ein wachsames Auge auf die Priesterin zu haben. Sie scheint mir höchst verdächtig. Und dieser Marquess, ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, ihn irgendwo schon einmal gesehen zu haben. Doch ein Totengräber war er da ganz sicher nicht. Seltsam. Wirklich seltsam. Okay, nichts, was wir gebrauchen können. Wimmelbildspiele sind toll. Also es kommt natürlich aufs Wimmelbild drauf an. Es gibt manche, die, ja, kein Kommentar. Aber manche sind auch wiederum richtig gut. Müsste ich auch mal wieder öfter spielen. Hätte ich eigentlich auch mega Bock drauf. Ich weiß gar nicht. Gut, Final Fantasy IV werde ich wahrscheinlich aus Gründen erstmal abbrechen bzw. pausieren. Gibt es da halt so ein paar kleine Problemchen gerade mit? Hilfe. Bin erstmal blind geworden. Muss jetzt gerade mal gucken. Weil ich selbst nicht im Kopf habe. Ja, gut, wo Witcher 3 spielen war? Dann spielen wir ja auch die MMOs, aber das ist ja größtenteils immer montags. Spellforce kommt ab und zu am Sonntag. Ich weiß nicht, kennt das einer von euch noch? Spellforce ist so eine Art Rollenspiel, Strategie. So eine Mischung aus beiden. Ist auch uralt. Weiß gar nicht, von wann das ist. Gut, Final Fantasy IV werde ich wohl erstmal rausnehmen, wie gesagt. Der allererste. Der allererste. Oh, drei war Kacke. Drei weiß ich gar nicht. Ich habe gar nicht so viel. Also drei habe ich nur kurz angespielt. Zwei kenne ich nicht. Das habe ich, glaube ich, nur mal beim Vater gesehen. Und Spellforce, der erste, den fand ich tatsächlich immer recht gut. Solange man nicht das Tutorial spielt. Das Tutorial ist wirklich für Doofe. Und wann? 2009, aber ist das das richtige Datum? Das richtige Datum? Kommt mal viel älter vor. Aber wie gesagt, das finde ich eigentlich gar nicht mal so schlecht. Und 2003. 2003 war es. The Order of Dawn, ja. 2003. Nur die Platinum Edition kam 2009 raus. Ah, okay. Gut. Weiß ich das auch schon mal. Gut, bin erstmal weg, muss ich schlafen legen. Alles gut, Flamur. Schön, dass du so lange noch da warst. Ich wünsche dir eine angenehme Nacht und morgen viel Glück und Erfolg. Und weiter einen schönen Tag. Vielleicht liest man sich ja morgen. Wie gesagt, morgen bin ich auch noch mal
online. Ich muss gestehen, ich habe den ersten Teil von Spellforce nur gekauft, weil da eine leicht bekleidete Frau auf dem Cover war. Mittlerweile weiß ich es besser, ganz bestimmt. Das Spiel war tatsächlich gut. Ja, das Cover hat mir damals auch zugesagt. Ich war damals echt doch. Ich war keine Hurenschweiß, aber. Das Spiel war echt gut. Ich habe es halt bei meinem Vater gesehen und fand's interessant und dann. Ja. Aber das Cover war trotzdem toll. Mit der Frau. Es war interessant. Die Priesterin Osen soll in die Sache verwickelt sein? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Auf anderer Seite, letzte Zeit sollte sie den Flüchtlingskindern auf dem Goldbazar des öfteren Besuch abgestattet haben. Sie wird doch wohl nicht. Wir dürfen diese Spur jedenfalls nicht ignorieren, Aidaria. Hör dich am besten einmal bei den Kindern um, was Osen von ihnen will. Ja gut, und wie gesagt, Life is Strange True Color spielen wir halt noch. Das spielen wir dann ja auch morgen weiter. Und ab nächste Woche Dienstag, da kommt ja das... Oh, wie heißt das denn jetzt? Manchmal ist man doof. Kennst du King's Bounty? Nee, sagt mir tatsächlich gar nichts. Ist das auch Strategie oder... Jo, warte mal. Nächste Woche werden wir am 6. auf jeden Fall Disney Dreamlight Valley spielen. Es ist zwar ein Disney-Spiel, aber ohne Witz, ich finde es tatsächlich mega cool und interessant. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich will es erstmal nur anspielen. Ich weiß nicht, ob wir es dann aktiv spielen. Aber erstmal will ich es halt einfach nur anspielen. Mit euch mal ein bisschen testen. Ich habe es mir halt extra vorbestellt jetzt. Und wir wissen, was ist das eigentlich? Also, ne? Mal gucken. Zumindest auf Deutsch für mich klasse. Verschiedene Rassen hatten verschiedene deutsche Dialekte. Ah, okay. Gibt's das noch irgendwo? Oder hast du viel Spaß dran? Disney ist für mich eher eine der Firmen, die von mir kein Geld mehr kriegen. Ja gut. Es ist halt so. Das ist halt so. Ja. Ich bin halt einfach mal gespannt. Es sieht halt gut aus, ne? Es sieht halt gut aus. Ich bin halt trotzdem immer noch ein Disney-Fan. Obwohl, das meiste von Disney an Spielen war eigentlich immer. Meh. 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 Aber mal gucken. Lasst mich einfach überraschen. Steam und... Okay, ich guck mal kurz. Ich bin ja eh nicht großartig gerade. Ach, da! Okay, ich... Ach, tatsächlich, ich hab's sogar... Glaube ich. Ich habe tatsächlich zwei Spiele. Die neuen Star Wars Teile. In der Pakt mit China. Ja gut, ja. 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 Zu Star Wars kann ich tatsächlich nicht viel sagen, weil ich kenne tatsächlich so ich beim 6. also die alten Filme, die kenne ich alle noch. Den Rest nicht mehr. Also die ganzen 3 neuen Filme kenne ich gar nicht. Kann ich nur nicht mehr was zu sagen. Also, ja. 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 Ich will es eigentlich immer mal nachholen, aber... Das Hörspiel habe ich. Und dann wird's ja, ich habe noch Hörbücher. Wo muss ich hin? Da oben muss ich hin. Sehr gut, wir haben Laufweg vor uns. Aber trotzdem, ich bin trotzdem mal gespannt auf das Spiel. Mal sehen, wie es ist.
Jeglicher Kanon ist einfach nichtig und die neuen Filme weisen mehr Logiklücken auf als ein Wohlfilm und einen guten Writing. Okay, so schlimm. Also ich habe den siebten auf jeden Fall. Ich habe ihn aber nicht gesehen. Und ja. Also ich weiß, dass meine bessere Hälfte alle gesehen hat. Also wirklich alle, alle. Sämtliche, die es gibt, außer halt die Serie. Die Obi-Wan-Serie, die hat er noch nicht gesehen. Und Mandalorian, glaube ich, auch noch nicht. Weil wollten wir zusammen gucken, aber ja, wir haben gerade keinen Fernseher im Wohnzimmer. Und das Problem ist, wir schlafen sonst immer ein. Das heißt, yeah. Die letzte gute unter Disneys Fuchte war wohl Mandalorian. Wie gesagt, dazu kann ich halt auch überhaupt. Ich kenne es leider halt gar nicht. Ich weiß, dass da einer meiner Lieblings-Star Wars-Charaktere ist. Aber da hört es dann auch schon wieder auf. Da hört es dann, wie gesagt, auch direkt auf. Von meinem Wissen her. Fokus hier ist jetzt Level 35. GZ Kitty. Du bist eine Abenteurerin, nicht wahr? Da musst du uns helfen. Ursus ist womöglich in Gefahr. Normalerweise liest sie uns immer Geschichten vom Tal vor. Aber heute ist sie in Richtung der unsichtbaren Stadt aufgebrochen, weil ich neulich beim Spielen draußen meinen wertvollen Schatz verloren habe. Den wollte sie suchen gehen. Und jetzt kommt sie nicht wieder. Bitte, du musst nach ihr sehen. Juhu. Perioda! Ja, Perioda! Wie geil. Dufte weiß es noch. Dufte kennt Perioda noch. Perioda, Periperioda. Perioda, Periperioda. Den Alert müsst ihr eigentlich mal wieder reinnehmen. Mal gucken. Irgendwann mal. Der ist cool. Ja, stimmt. Das war zumindest funny immer. Ja, vielleicht nehme ich den mal wieder rein. Den Periona-Sound. Perioda ist kroatische Menstruation. Ja, darauf läuft es auch hinaus bei dem, ne? Es war bei uns früher, also als ich mit Stream angefangen habe, es war so ein kleiner Running Gag, den wir gemacht haben. Ich hatte den Baby-Yoda-Sound drin. Und irgendwann hat es sich halt irgendwie ergeben, dass ich statt Baby-Yoda, ich weiß nicht, ob es aus Versehen war oder ob es tatsächlich bewusst war, auf jeden Fall Perioda gesagt habe. Und das hat sich dann irgendwie so etabliert, dass wir dann halt statt Baby-Yoda immer Perioda gesagt haben. Gibt, meine ich, sogar noch einen Clip davon. Das hatte irgendwann mal bei einem ESO-Stream jemand geklippt. Das bei Frauen, die Baby und Running Gag ist. Ja, schön wär's. Schön wär's. Schön wär's, wenn es ein Running Gag wäre. Wobei, manchmal glaube ich, es ist wirklich ein schlechter Scherz. Also ein richtig schlechter. Aber leider ist es ist pure Realität. Pure Grausamkeit. Aber der Periode ist trotzdem cool. Wie gesagt, ich weiß nicht. Irgendwo schlummert auf diesem Kanal der Clip. Kommt halt immer wieder und wird auf Dauer nicht witziger. Nee. Wirklich nicht. Wirklich nicht. Das Schönste ist, ab einem gewissen Alter kannst du für immer auf Wiedersehen sagen zu dem. Das ist das Einzige, worauf man sich im Alter freuen kann. Eins der wenigen Sachen. Vielen Dank, das war überaus gütig von dir. Ohne deine Hilfe wäre ich vermut. Oh, du bist die Abenteurerin von neulich, nicht wahr? Welch freudige Überraschung. Keine Sorge, ich bin nur leicht verletzt und kann alleine zurückkehren. Den Schatz des Jungen habe ich auch gefunden. Der Ring ist das einzige Andenken, das er noch an seine verstorbene Mutter hat. Ich muss ihn ihm sofort zurückbringen. Mach das mal. Wir dürfen den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Ob ich Level 36 bin? Und eine Level 19 Quest mache? Hab ich von meiner Ex auch gesagt. Ah.
Ach ja. Ich bin noch Peloton. Lauf, kleine Miko, lauf! Kluriere den Fate. Hab gehört, du willst mehr Mentor-Bonus zum Leveln. Ach, Kitty. Alles gut. Innis kann ich ja. Na doch, Innis kann ich machen, aber. Kann keine Dailies mehr machen. Daily ist leider vorbei. Muss ich warten bis morgen. Schön wäre es noch. Prinzessin Ursum wurde von Monstern angegriffen, als sie den Andenkenring eines der armen Flüchtlingskinder suchte. Die Ärmste, ich werde sofort ein Zimmer in der Herberge für sie mieten, nach einem Arzt rufen lassen, damit sie sich schnell von den Verletzungen erholt. Doch das Unglück hat auch sein Gutes. Jetzt wissen wir, dass die Priesterin unmöglich in unseren Fall verwickelt sein kann. Wer das Hab und Gut von Flüchtlingskindern unter Einsatz seines Lebens verteidigt, ist über alle Zweifel erhaben. Dann schadet ja voll die Anime-Stimme. Echt? War gar nicht so bewusst. Warte mal. Echt? Findest du? Also, ich gucke zwar viel Anime, aber mir ist das jetzt tatsächlich überhaupt nicht aufgefallen. Der Chef vor, das Tempel verschiebt sich gerade auf deinem Kopf und dann springt mal runter, dass du Schaden bekommst. Okay, warte mal. Oh, ich freue mich schon auf. Fibo, da geht endlich dritte Stunde weiter. Okay, kenne ich zwar nicht, aber ich freue mich trotzdem für dich. Okay, so, dann springen wir mal. Das war nicht tief genug. Der wissenschaftliche Anime. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ich bin zurzeit auf der Suche nach einem guten Anime. Ich habe ihn noch nicht. Und nicht entscheiden können, was ich als nächstes gucke. Ich habe viele Empfehlungen, aber. Ja. Okay, ja, Terran, du hast recht. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Sorge dich nicht wegen Ursus Verletzung. Ich habe die Wirtin der Herberge bereits gebeten, sich um ärztliche Versorgung für die Priesterin zu kümmern. Du solltest dich stattdessen zu Tancred begeben. Er wäre nämlich auf der Suche nach dir und sagte, er würde in der Nähe des Amaljar-Feldlagers südöstlich von hier auf dich warten. Er meinte, er hätte eventuell eine Spur zu den Tälern gefunden. Auf Academy Purpose. Okay. Ich bin dann irgendwie so Sinn. Ich weiß nicht, ich bin immer so. Zuletzt hatte ich ein Fantasy. Ich wechsle immer ab zwischen Fantasy und diesen Schuldrama-Gedöns-Krams. Es gibt da eine bestimmte Bezeichnung für, ich habe sie bis jetzt nicht drauf. Also diese School-Animes. Na, da wechsle ich halt immer so. Zuletzt hatte ich. Was hatte ich denn geguckt? Zeros of the End hatte ich gerade erst zu Ende geguckt. Zum gefühlt 30. Mal. Slice of Life. Genau, danke. Slice of Life. Was hatte ich denn jetzt noch zu Ende geguckt? 86 hatte ich zu Ende geguckt. 86 und was war das? Ich muss ganz kurz bei Crunchy gucken. Nein. Crunchy. Davon habe ich mir sogar gerade erst den Manga gekauft.
Oh. Wo steht das jetzt? Nee. Verlauf. A Couple of Cocos. Den habe ich gerade auch geguckt. Ist aber noch nicht komplett hochgeladen, glaube ich. Da fehlen, glaube ich, noch einige. Also 86 hatte ich jetzt zu Ende geguckt, Seraphs of the End hatte ich zu Ende geguckt und A Couple of Cocos. Das ist halt, ja, wie gesagt, so ein Schwill. Slice of Life, Dings, Gedöns.